Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge City Skylines. In der letzten haben wir ja einiges von unserer Autobahn in den Untergrund verlegt. Und so beim Drüberschauen habe ich mir auch gedacht, ja, wenn wir jetzt eh schon unterirdisch bauen, das heißt keinen Platz mehr wegnehmen, dann können wir die Autobahn ja, anstatt sie hier zu trennen, als ein Strang hier komplett schnurgerade durchlaufen lassen. Dann machen wir hier ein kleines Autobahndreieck hin und lassen einen Strang nach hier oben laufen. Und dann können wir hier eine Ausfahrt machen. Und da eine Ausfahrt. Und dann haben wir hier halt ungefähr den gleichen Bereich abgedeckt wie vorher auch schon. Nur zusätzlich einfach noch hier ein bisschen weiter reingestochen. Und wir können die Autobahn dann logischerweise in beide Richtungen befahren. Und das, denke ich, ist ja wohl auch ganz praktisch, definitiv. Gut, und dann können wir uns hier auch diese Gebilde eigentlich komplett sparen. Das machen wir aber, wie gesagt, ein bisschen später. Wir lassen es jetzt erstmal so laufen und freuen uns daran, dass wir hier zumindest auf unserer, ja, ich sag mal, ersten Hauptinsel keine Autobahn mehr haben, außer hier ganz am Anfang, wo es dann unterirdisch geht. Und ja, dann werden wir das später auf andere Bereiche erweitern. Verkehr kann man sich jetzt die Dichte leider nicht anzeigen lassen unterirdisch. Man kann vielleicht erahnen, dass das hier rot ist. Ja, da sieht man so einen kleinen Farbwechsel. Also hier vorne ist rot, da ist es gelb anscheinend. Die untere Straße ist komplett rot. Ansonsten, ja, man kann es eigentlich nicht erkennen. Das muss also auch noch verbessert werden. Aber da bin ich einfach mal, ja, guten Mutes, dass das auch noch passieren wird. Was hatten wir sonst noch geplant? Jetzt muss ich doch kurz mal drüber nachdenken. Hatte ich noch irgendwas gesagt? Ich meine schon, ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal irgendwie weiter, indem wir vor allem zuerst einmal unsere City Vitals uns angucken. Haben wir genug Strom, Wasser, Gas? Na, Gas brauchen wir nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und da sollten wir von allem mal ein bisschen nachlegen. Zuallererst ein neues Solarkraftwerk für den Strom. Dann Wasser. Machen wir mal hier so eine gewaltige Wasserpumpe. Setzen die mal an ein bisschen anderen Ort. Hier zum Beispiel. So. Da können wir hier ein bisschen von auflösen. Ja, das reicht. So, Abwasser. Ich habe ja auch so Kläranlagen installiert von den Assets her, aber wir setzen nochmal eine normale Abwasserentsorgung hier hin. Sehr gut. Müll sieht gut aus. Soweit. Jawohl. Krankheit. Die altbekannten Stellen. Friedhofsauslastung ist auch gut. Totenköpfe sehe ich auch keine mehr. Feuerwehr. Na, hier haben wir ein bisschen Bedarf. Dann wollen wir den doch decken. Setzen wir hier noch eine Straße rein. So. Dann Feuerwehr da mitten rein sozusagen. Und Polizei. Haben wir ein paar Stellen, wo die Straßen nicht grün sind. Häuser sind alle zufrieden. Aber wir setzen halt trotzdem dann ein bisschen zusätzliche Polizei hier hin. Einmal da in die Nähe der Autobahn. Haben wir eine gute Abdeckung. Und hier oben im Bürogebiet fehlt uns noch ein bisschen. Können wir auch vielleicht mal eine kleine da so in die Ecke setzen. Parks uns anschauen. Hier haben wir jetzt ein Wasser, nicht ein Wasserturm, ein Leuchtturm. Können wir vielleicht einfach mal dahin knallen. Die andere Seite auch. So. Was wir auch haben, hier diese schönen, die man ans Ufer setzen kann. Da würde ich sagen, können wir uns auch irgendwo mal eine schöne Uferpromenade aussuchen und die hübsch machen. Aber wir haben natürlich auch einige normale Parks. Und dann setze ich hier mal so einen rein. Fußballplatz haben wir. Wo können wir den denn unterbringen? Der ist relativ groß.
Na, vielleicht machen wir das an irgendeiner Stelle, die wir durch den Abriss der Autobahn freilegen. Dann hier noch einen kleinen Spielplatz, glaube ich. Oder? Hundepark. Naja, fast. Hüpfburg oder so. Ah, komm, Karussell ist ganz nett. So. Und hier oben. Warum ist es hier so dunkel? Vielleicht ein Basketballfeld. So. Ja, es wird besser. Oh, jetzt ist es mit einem Schlag ganz gut geworden. Dann hier noch was und dann war es das wieder. Erst einmal mit dem Bau von neuen Parks. Unsere Stadt hat ja schon ein recht gutes Freizeitangebot, wie ich finde. So, muss reichen. Gucken wir uns vielleicht die Monumente nochmal an, ob wir da irgendwas haben, was wir bauen könnten. Der offizielle Park. Vielleicht hier in dem Bereich. Da machen wir den hin. Jawohl. Moderner Park hier für das Büroviertel. Haben wir Nachfrage nach Büros? Dann machen wir hier mal wieder welche hin. Und hier unten auch noch mal einen ganzen Doppelblock voll. Und hier. So, hier ist ein bisschen Freiraum, da können wir eine Straße reinsehen oder schauen, ob wir hier ein größeres Monument hinsetzen, zum Beispiel so etwas. Ich glaube, so passt es ganz gut. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Können wir hier auch noch mit Wegen verbinden. Leider kann man die Wege hier nur an sehr speziellen Stellen anschließen. Ah ja, nur da am Ende. Das hilft uns nicht so sehr weiter. Hier kann man es zwar anschließen, aber das Gebäude wird dann rot. Vielleicht, wenn wir das. Ah, da kommen wir auch nicht raus. Na, sowas. Ah, so. Geht's hier vielleicht auch? Ja. Ja, genau. Ist zwar nicht richtig verbunden, aber der Weg, der streckt sich dann immer so ein bisschen noch aus. Dann können wir das hier auch machen. Genau. Haben wir hier so schöne Laufwege noch zwischen. Sehr gut. So, es gibt Nachfrage nach Wohnungen. Da machen wir hier noch die Reihe voll. Müssen wir jetzt nach dem Landwert schauen. Das ist immer das Falsche, was ich anklicke. Ebenen auch. Wo war er denn? Zufriedenheit ist es auch nicht. Hier unten. Oh, da. So. Es ist nicht schlecht. Aber blau ist anscheinend halt auch nur die Mitte. Naja. Was fehlt den Gebäuden? Eigentlich fehlt dir nichts. Auch schon auf der vorletzten Stufe. Also ich denke, das kann man so eigentlich lassen. Passt also. Und hier diese. Ja, diese Lücken, die dadurch entstehen, dass die Autobahn da die Gebiete untertrennt, die gehen dann natürlich auch weg. Dann haben wir hier ein sehr großes, zusammenhängendes Gebiet, wo wir einen sehr, sehr hohen Landwert uns erzeugen können. Was ich gerne bauen würde, ist das Weltwunder-Eden-Projekt. Genau, da haben wir es. Und da brauchen wir natürlich verschiedenste Monumente für. Wovon jetzt hier natürlich einige dabei sind, die überhaupt nichts mit den Weltwundern zu tun haben, weil das Mods sind. Kathedrale des Wohlstands für das Eden-Projekt. Genau. Ist auch ein Riesending. Und die setzen wir ja irgendwo an die Spitze. Da reiße ich jetzt auch mal sogar Straßen für ab, um Platz zu schaffen. Und dann kommen da neue Straßen hin. So.
Genau, dann haben wir die da unten untergebracht. Und die bekommt dann auch eine eigene U-Bahn-Station, wenn wir denn mal irgendwann eine U-Bahn betreiben. So, und dann füllen wir das jetzt hier direkt mal. Dann kann sich das mit der Zeit hier alles zubauen. So und so. Sehr schön. Und hier können wir auch eine Autobahn auskommen lassen in diesem freien Bereich. Das deuten wir schon mal an, weil sonst werde ich später irgendwann vergessen. Indem wir hier eine Einfahrt oder ja, eine Einfahrt machen und hier eine Ausfahrt. Und da bauen wir dann später auch so eine Stechstraße, so eine Autobahn runter bis hier zur Spitze. Und dann können wir auch hier irgendwo noch eine Ausfahrt machen. Und eventuell hier, schauen wir dann. Das machen wir soweit, wenn es soweit ist. Aber hier haben wir uns quasi den Platz schon einmal dafür reserviert. So, weitere Gebäude, die uns fehlen. Medizinisches Zentrum, Hadron Collider. Das sind Mods. Das ist der Weltraumlift. Collider. Zentrum, Weltraumlift. Nix, nix. Eden-Projekt. Das. Oh, wir haben einen Mod-Fehler anscheinend. Ich weiß nicht, welcher das ist. Da muss ich mal schauen. Also das Gebäude ist groß. Das setzen wir vielleicht dann hier hin. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal langsam dahin rüber. Auf dieses nächste Inselchen. Wobei wir vielleicht hier erst noch füllen sollten. Aber wir haben natürlich gerade keine Nachfrage nach Industrie. Das ist natürlich dann. Naja, aber vielleicht setzen wir die Straßen schon mal. Wobei ich ja hier eh überlegen wollte, das eventuell ein bisschen anders zu machen. Also schauen wir mal, wie kann man hier am besten die Flächen nutzen. Also ich glaube, zumindest hier macht es schon Sinn, in der Mitte einmal eine etwas größere Straße zu haben. Und dann, da wo die Autobahn dann bald kommt, da das vielleicht in zwei Straßen aufzuteilen und dann für die Ein- und Ausfahrt das irgendwie zu regeln. Das war so ein Gedanke von mir. Da schließen wir es jetzt auch erstmal provisorisch an. Dann sollte diese Straße nicht zu viele Abzweigungen haben. Und die kann man dann ja auch zusätzlich noch als Einbahnstraßen gestalten. So. Dann geht's da nur raus. Oder wir machen das so. Genau. Dann machen wir hier einmal so. Und in die andere Richtung auch. Also schön wäre es, wenn das so wie hier ist, dass man immer nur rechts abbiegen kann, aber das funktioniert natürlich nicht wirklich. Beziehungsweise es funktioniert schon, dann kann man halt immer nur auf der Seite runterfahren und hier zurück. Das würde schon gehen. Ist halt nur nicht unbedingt verkehrsflussmäßig optimal. Wobei man das, ja, vielleicht probieren wir es einfach mal aus. Dass wir hier quasi so einen Rundkurs haben. So, das mag er jetzt nicht, weil man da nicht hinkommen kann. Das hat sich aber jetzt erledigt. So, hier müsste es aber eigentlich. Nee, stimmt nicht, weil wir hier keine Einbahnstraßen hatten. So, jetzt stimmt's. Und hier eben auch. So. Sind das jetzt Einbahnstraßen? Ja, das sind jetzt alles Einbahnstraßen. Habe ich es jetzt hoffentlich richtig. So. Dann hier. Ah, das sind auch wieder keine Einbahnstraßen. Ich sollte mir mal angewöhnen, das Richtige anzuklicken.
So. Und hier die Straßen sind auch falsch. So. Das stimmt jetzt soweit. Und dann machen wir jetzt da noch ein paar normale Straßen rein. Um die Lücken zu füllen. Vielleicht auch mal hier so. Und so. Ein bisschen Abwechslung. Okay. Und dann können wir das füllen mit, ja, was auch immer. Wir müssen ja auch gar keine Industrie reinbauen. Wir können natürlich da auch Wohngebäude reinbauen. Dann machen wir hier halt auch mit einer Brücke oder einem Tunnel eine Verbindung. Hier wäre auf der Seite zumindest ein Tunnel besser, würde ich sagen, weil wir sonst Probleme bekommen mit dem Schiff. Das heißt, wir könnten uns zum Beispiel von hier einfach in einem Tunnel so irgendwo ist da anscheinend ein Knick im Boden. So, dann machen wir das hier weg. Machen das hier hin. Und dann haben wir jetzt eine Tunnelverbindung hier über die Brücke und dann durch den Tunnel und dann ist man hier auf der unteren Insel. Hoffentlich geht da nicht zu viel Verkehr drüber, der eigentlich über die Autobahn gehen soll. Das müssen wir dann auch im Auge behalten, natürlich, wie immer. So, und dann würde ich sagen, lernen wir hier mal beide. Dann können wir die nämlich abreißen bzw. woanders hinsetzen. So, und dann geht es hier weiter. Machen wir hier ganz normale Brücken. So. Das ist ja schon richtig. Hier die Pfeile drehen sich anscheinend nicht immer alle um. Das ist aber einfach nur eine Sache von dem Mod. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann jetzt hier noch ein paar schöne Querstraßen rein. Hier an der Spitze ist sowieso nicht mehr so viel Verkehr. Und hier geht es auch noch mal ans Ufer. Und da machen wir das direkt an die Brücke dran. Genau. Seiner Seite ist auch noch nicht so ganz hübsch. So, ja, passt schon. Das passt, das passt. Wir lassen es so. Hier machen wir noch die Verbindung. Da aber mit normalen Straßen, keine Einbahnstraßen. So, okay. Was die lila Pfeile machen, weiß ich nicht so genau. Und hier schauen wir jetzt nochmal. Pfeile sind jetzt alle richtig. Okay. So, dann brauchen wir hier natürlich Services. Setzen wir die mal vorher hin. Einmal eine Polizei. Und eine Feuerwehr. Und natürlich ein Krankenhaus. So, dann ein Krematorium. Und ein Friedhof. Den können wir vielleicht hier vorne hinsetzen. Hier noch ein Krematorium. Und noch eine neue Querstraße.
Und dann haben wir gerade ein bisschen Nachfrage nach Industrie. Dann machen wir für den Moment hier noch Industrie hin. So. Wir müssen hier auch irgendwo noch, oder müssen nicht, aber können hier irgendwo noch einen Bahnhof reinsetzen, den wir dann direkt mit einem, mit dem Gütergleis verbinden, sodass wir halt eine direkte Verbindung haben von der Industrie zum Gewerbe. Das wäre auf jeden Fall noch praktisch. So, und hier setzen wir dünn besiedeltes Gebiet hin, würde ich sagen. So. Brauchen hier auch noch Wasser, wenn ich mich nicht irre. Ja, da hinten blinkt es auch schon. Da kann man es natürlich leicht dran erkennen. Strom ergibt sich ja, wenn man hier alles zubauen würde. Das schaffen wir aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, da sollten wir uns auch ein bisschen drum kümmern. So, für das Wohngebiet hier auch ein bisschen Gewerbegebiet natürlich. Machen wir das hier an den Tunnel dran. Und uns als Puffer zum Industriegebiet. Und hier noch weitere Wohngebäude. Und dann haben wir hier einen ganzen großen Bereich, den wir, ja, wo wir warten können, bis das, ja, benutzt wird, besiedelt wird. So, das müsste reichen. Bis da zumindest. Gehen wir hier bei dem Fluss noch, um das anzuschließen. Und da, um das anzuschließen. Wenn das alles ein bisschen dichter vernetzt ist, machen wir das ein bisschen hübscher. So. Und hier sind wir jetzt auch dann gleich fertig, genau. Machen wir hier so ein bisschen parallel zu dem Tunnel auch noch eine Wasserleitung. Braucht man halt eigentlich nicht, aber dann ist das hier nicht alles über diese eine Leitung. Und ich habe auch schon vorhin gesehen, wir haben hier wieder sehr viele Tote, die nicht abgeholt werden anscheinend. Also setzen wir noch ein paar mehr Krematorien ein. Wenn wir einen schönen Platz für die finden. Ah, komm, reißen wir halt was ab. Für den ganzen Bereich haben wir auch nur eins. Das ist natürlich zu wenig. Zwar zwei, noch ein drittes irgendwo dazu. So, dann haben wir jetzt vier für die Spitze da unten. Hier machen wir auch noch eins. Gehen wir einfach überall dahin, wo gerade auch Probleme sind. Hier die Schule vielleicht nicht, aber hier auf der anderen Seite. So. Und ich glaube, das könnte jetzt reichen. Hier haben wir natürlich jetzt einen ziemlichen Rückstau quasi, aber ich setze hier nochmal eins an die Küstenstraße. So. Ah ja, Schulen natürlich. Schulen, Schulen, Schulen. Und hier, wir könnten auch das mit dem hier verbinden, mit dem Tunnel. Ich glaube, das machen wir. Mit all diesen Aktionen entlasten wir natürlich einfach ein bisschen die restlichen Straßen, wenn wir ja so Abkürzungen schaffen. So, das müsste funktionieren. Müssen hier nur schauen, dass wir gut da unters Wasser kommen. Der mag mich nicht immer so ganz. Und hier müssen wir vielleicht ein bisschen Terraforming jetzt mal ausnahmsweise. Ich denke, das ist nicht allzu schlimm. Gehen wir einfach so steil, wie es geht, runter. Aber wir können sehr steil runtergehen, wie man sieht. Aber wir müssen dann ja noch ganz nach unten quasi. Hier werde ich vielleicht dann auch einfach ein bisschen aufschütten. So. So.
Okay. Einigermaßen hübsch. Hier passt das natürlich jetzt irgendwie nicht zu der Richtung vom Tunnel. Das heißt, wir werden hier dann so ein bisschen nachhelfen müssen. So. Also. Wir gehen mit dem Tunnel runter. Und verbinden es. Das war es auch schon. Und dann können wir hier wieder ein bisschen von abtragen. Nicht zu weit. Das geht theoretisch. Praktisch sieht es dann aber irgendwie aus, als wenn wir da quasi den Tunnel ins Wasser laufen lassen würden. So, und hier den Rand. Okay, und dann machen wir das noch ein bisschen weich. Und dann war es das auch schon. Jetzt wird hier das Wasser wieder über die Ufer treten. Sieht aus, als wenn das von unsichtbarer Hand hochgehoben wird. Kommt eine Welle auf uns zu, ein Tsunami haben wir ausgelöst. Aber das wird sich schon wieder geben. So, und hier können wir jetzt ein bisschen die Straßen anpassen. Oh, nee, das wollte ich nicht. So. So, hier hat sich anscheinend irgendwie ein Wasserloch gesammelt. Aber wahrscheinlich einfach, wenn es über die Ufer getreten ist, hat sich es dann hier halt gestaut. Und ich habe mich jetzt doch entschieden, das nicht da zu verbinden. Lassen wir es einfach so. Und jetzt müssen wir uns aber noch um die Schulen kümmern. Und dann setzen wir hier unten eine Grundschule hin. Hier setzen wir irgendwo eine Grundschule hin. Und hier auch noch. Na, wo passt sie denn schön hin? Da passt sie schön hin. So, weiterführende Schule. Oberschule. Brauchen wir nicht so viele, da müssten zwei eigentlich hier reichen. Die haben ja viele Plätze immer. Und dann war es das jetzt. Dann hoffen wir, dass sich hier das Wasser auflöst. Auf der anderen Seite ist alles schon in Ordnung. Da unten bildet sich anscheinend ein bisschen Wasser, aber das passt schon. Das ist alles in Ordnung. Hier ist auch weit genug weg von dem Schifffahrtsweg, was wir da aufgestaut haben. Also, funktioniert alles. Die ersten Leute siedeln sich auch schon an hier. Die neue Industrie hat gar keine Arbeitskräfte. Nachfrage nach Industrie war da, aber wir haben keine Arbeitskräfte. Naja, das alte Spiel. So, hier den Park sehe ich gerade. Den könnte man auch mal da an die Straße anschließen. Schadet nicht, ist ganz nett. Und hier, das könnte man auch an den Bahnhof anschließen. Ist auch ganz nett. Müssen die Leute von da nicht erst einmal rumlaufen, dann durch den Bahnhof rein, sondern können direkt von hinten auf das entsprechende Gleis, falls sie denn in diese Richtung fahren wollen. Ja, Zug ist voll. Gegenrichtung kommt auch und ist auch voll. Also Nahverkehr gut benutzt, zumindest die Züge. Busse haben wir ja nicht so viele in Betrieb, aber hier in der Innenstadt schon halt. Genau. Da ist einiges los. 1.300 Leute transportieren wir mit dem Bus, 1.900 mit den Zügen. Hier unten auch noch Bus. Ja. Aber ich denke, wir haben jetzt unsere Stadt infrastrukturell gut auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben die Tunnel eingesetzt, um
in der letzten Folge schon die Autobahn zu versenken. Und hier haben wir jetzt, ich sag einfach mal, strategisch wichtige Verbindungen geschaffen. Man sieht an dem Rückstau hier, dass die Verbindung schon gut benutzt wird. Eben so. Hier der Rückstau. Und die Straße hier ist ja auch gut benutzt. Der Tunnel ist zum Glück nicht überfordert. Das hatte ich ja ein bisschen befürchtet. Aber wahrscheinlich ist einfach die Autobahn zu benutzen deutlich schneller als hier über den Tunnel und dann da raus. Da sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen natürlich deutlich strikter. Und dementsprechend hat das so funktioniert. Hier haben wir auf jeden Fall noch sehr viel Stau in diesem ganzen Bereich. Und deswegen würde ich sagen, ja, müssen wir uns hier besonders drum kümmern, falls wir dann die Autobahn nach unten verlegen in dem Bereich, dass wir da gute Anschlussstellen finden. Und auch hier die Uferstraße ist sehr voll. Wollen die jetzt alle hier abbiegen? Ja, einige. Sagen wir mal ungefähr die Hälfte. Ja, die Hälfte biegt ab. Und das reicht anscheinend schon, um so einen Rückstau zu verursachen. Sollen wir sie hier am Abbiegen hindern? Ich sage einfach mal ja. Das geht ja einfach. Es gibt auch eine Mod, mit der man Abbiegespuren einstellen kann. Das hat bei mir zuletzt nicht ganz funktioniert. Das werde ich aber später definitiv nochmal testen. Aber jetzt müssen die Abbieger halt hier dann abbiegen. Und hier haben sie deutlich bessere Verkehrsmöglichkeiten, weil hier können sie auch zwei Spuren direkt geradeaus weiter auf die Hauptstraße. Das ist, denke ich, verkehrstechnisch besser, als hier durch diese Seitenstraße reinzufahren. Und sonst können sie, was sie auch gerade machen, hier diese Abkürzung nehmen. Merke ich gerade. Und dann hier lang fahren. Dann könnten wir das hier auch noch zu einer Einbahnstraße machen. Dann wäre das Thema auch gegessen. Sollen wir das machen? Fährt hier ein Bus lang? Nein. Dann machen wir das. So. Dann hat sich das Thema erledigt. Jetzt müssen sie hier unten auf die Hauptstraße. Okay, so und hier haben wir jetzt vor Ewigkeiten festgelegt, dass der Flughafen dahin kommt. Allein schon aus dem Grund, dass die Autobahnstelle natürlich auf dieser Seite ist und auf der Seite hier der Stadt haben wir überhaupt keine Anschlüsse mehr. Das heißt, hier müssen wir uns mit Hafen, eventuell auch Bahnhof natürlich und dem Flughafen eben darum bemühen, von hier aus eine Anbindung an die Außenwelt zu schaffen. Und da passt das natürlich dann sehr gut. Zusätzlich würde ich auch sagen, können wir hier dann auch mal die von mir schon gezeigten Parks benutzen, die man ans Ufer setzt. Die hier zum Beispiel und die finde ich wirklich super schön. Habe ich in einigen Städten offscreen schon benutzt und werden wir dann hier auch benutzen. Und apropos Parks, ich habe gesehen, wir haben hier überhaupt keine Parks gebaut. Da können wir ein paar von diesen Stichstraßen wieder löschen und da einfach Parks reinstellen. Wow, der ist ja riesig. Gönnen wir uns einmal so eine Riesenmonster da. Und dann hier noch ein paar normale. Wobei der halt auch natürlich schon groß war jetzt. Leuchtturm brauchen wir da nicht, würde ich sagen. So, ein Skatepark. Ist vielleicht ganz nett. Ja, hier übrigens, das ist ein Park mit fertigen Straßen schon, den man hier hinbauen kann, dann hat man so eine Brücke quasi. Die ist halt als Gebäude gemoddet und dazu dann Straßen gesetzt, sodass man hier halt so eine wirklich so eine schöne Hängebrücke hat und die kann man dann zum Beispiel über eine Autobahn oder sowas führen. Können das einfach mal eben hier hinsetzen. Wir haben das Geld, ja, und man sieht, die Autobahn ist schon da drunter. Also das ist auch wirklich ein sehr schönes Modell. Hat sich jemand gut was überlegt. Ich weiß nicht, ob es ein originales Vorbild hat. Aber wer auch immer, der Originalarchitekt oder halt der Modder, haben hier was ganz Hübsches auf die Beine gestellt, finde ich. Mit Fußgängerweg auch direkt dabei. Alles, was man braucht. Und da kann man dann seine Straßen dran anschließen.
Brauchen wir momentan nicht, aber definitiv halt wirklich ein hübsches Ding. Vielleicht kann man das irgendwie beim Flughafen unterbringen. Schauen wir uns dann mal an. So, die beiden Häuser sind da ein bisschen verloren. So. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Folge einfach mal wieder fix. Ich schaue gerade mal, verschwinden hier die Häuser nicht mehr von alleine. Der Mod ist eigentlich an. Weiß nicht, ob der vielleicht nicht mehr kompatibel ist mit dem neuen Patch. Es dauert immer einen Moment, aber dann müssten die Häuser eigentlich verschwinden. Ich gucke gerade nochmal eben schnell. Aber es sieht nicht so aus. Ah, doch, jetzt. Also, funktioniert noch. Ist nur relativ lange, damit man auch sieht, dass hier Probleme waren. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Wir haben immer noch sehr viele Totenköpfe, da müssen wir uns darum kümmern. Schauen wir zum Abschluss. Deswegen nochmal ganz kurz uns die Sterbenrate an. Wir sehen, okay, die ist hier ganz schön hochgegangen. Geburtenrate hat sich dabei nur leicht nach oben bewegt. Also wir haben gerade irgendwie eine Sterbewelle. Das passiert. Aber ist natürlich nicht schön und überfordert gerade unser Gesundheitssystem. Trotzdem, ich denke, wir kommen damit klar. Wir werden es, ja, makaber gesagt, überleben. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.